Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir werden wieder reisen und wo es hingeht, seht ihr nach unserem Intro. Es ist Freitag, der 22. Mai und wir gehen wieder auf Tour. Letztes Mal sind wir in den Süden gefahren, jetzt geht es in den Norden. Genau. Wohin geht's denn? Ja, erstmal geht's nach Hamburg für heute, weil ich brauche nämlich unbedingt mal wieder Kaffee. Und ja, den Kaffee kriege ich ja in der Speicherstadt, also von daher super Sache. Genau, das ist Plan A für heute und morgen Samstag geht es in die Nähe von Rendsburg. Da wollen wir nämlich zwei liebe Freunde besuchen. Und Drei. Naja, zweieinhalb, ja. Zwei ein Viertel, so klein. Obwohl sie ist ja schon fast größer als ihr Papa. Also sie ist schon fast erwachsen. Deshalb, auf jeden Fall haben wir nämlich noch eine Kiste Wein, die werden wir dort ausliefern. Genau. Und dann werden wir einfach mal das lange Wochenende, was für uns gar nicht so lang ist, noch ein bisschen genießen. Und dann nehmen wir euch natürlich mit, weil Hamburg sollen viele Kreuzfahrtschiffe stehen aktuell. Genau, die kommen da ja nicht raus. Genau. Und dann haben wir, wie gesagt, Rendsburg am Nordostseekanal. Ist auch schöne Gegend. Und vielleicht können wir das ein oder andere noch da euch zeigen. So ist es. Wir sind angekommen. Und zwar nennt sich das hier Hamburg. Und da drüben, das zeige ich euch mal kurz, ist die Speicherstadt. Und ich erkenne Stefan immer noch, wie er schön draußen steht, weil er braucht ja unbedingt seinen Kaffee. Schön mit Maske. Einigermaßen mit Abstand. Und ja, was soll man sagen? Wir sind in Hamburg und in Hamburg gibt es Schiedwetter. Und das ist tatsächlich wirklich hier. Wir haben Schiedwetter, aber das stört uns gar nicht. Soll es doch ein bisschen regnen. Die Natur braucht auch ihren Regen. Und in Hamburg kennen wir es gar nicht anders. Ja, wir warten jetzt ab, bis er da fertig ist und wenn er rauskommt, dann melde ich mich wieder. Und solange heißt es für mich, wir warten, warten, warten. Da so, ist er wieder. Und ich bin glücklich. Genau. Zeig mal das große Paket. Ich wollte gerade sagen, das ist die große Packung, 500 Gramm. Und das ist die kleine Packung, 250 Gramm. Ja, ist irgendwie mein liebster Kaffee. Ich habe bei denen schon eine ganze Menge von Kaffeesorten durchprobiert, aber... Der aus Brasilien ist noch irgendwie, weiß ich nicht. Ist eigentlich der Einsteiger-Kaffee bei denen, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber weil er halt noch relativ günstig ist. Aber für mich vom Geschmack her ist er einfach der beste zum Aufbrühen mit Filter und so weiter. Kommt ja auch immer drauf an, was man hat. Ob man eine Vollautomaten hat oder... Dann schmeckt das alles ja auch unterschiedlich. Ne? Hauptsache dir schmeckt's. Genau so sieht's aus. Ja, dann kann ich euch mal berichten. Wir haben ja heute den 22. Mai, Tag nach Christi Himmelfahrt. Und es ist schon wieder mehr los. Also ja. Wir haben ja so Matthias Mohr immer. Aber wir kennen das ja hier völlig anders. Völlig überlaufen. Ja, es ist und immer voll sonst. Hier sind gerade so ein paar Schiffchen umhergefahren. Ne? Hier ist ja gleich so ein Kanal, der zur Elbe geht. Maximal 5 Leute. Also wer eigentlich müsste man jetzt solche Touren machen, ja. Weil sie richtig angenehm sind. Das Problem ist, wenn ihr dieses Video seht, könnte es sein, dass das alles schon wieder schlimmer voll ist, ja. Denn wir können ja. Euch sagen, dieses Video kommt frühestens, aber wirklich allerfrühestens im Juli, glaube ich, haben wir jetzt. Ich habe mal so hochgerechnet, die ganzen ja, Videos. Ja, könnte hinkommen. Vlog-Videos, die wir haben. Also im Juli könnte das alles anders. Wir sind jetzt Ende Mai. Aber trotzdem, es sah schon lustig aus. Wir wollen jetzt Schiffchen gucken gehen, weil wir haben ja einfach noch Zeit. Ist ja gerade mal 15.12 Uhr und dann müssen wir ja noch nicht unseren Schlafplatz anfahren und auch einkaufen müssen wir auch noch nicht. Und dazu habe ich eine gute Idee, wo wir da hinfahren. Und da bin ich mal gespannt und ich würde mal sagen, wir zeigen euch das gleich, wenn diese Blendung kommt, glaube ich, oder? Welche Blendung? Ja, komm, wir bauen ja mal solche Blendungen ein. Ach so, ja, dann bau du mal da eine Blendung ein. Genau, und in der nächsten Blendung sehen wir dann hoffentlich Schiffchen oder wir labern, dass wir auf dem Weg zum Schiffchen sind. Ich bin gespannt, Beschau. Was du da hast. Ganz oben angekommen. Ja, schon wieder Treppen steigen. Tja, aber es hat sich gelohnt.
auf jeden Fall. Also. Lustigerweise kommt jetzt gerade das Schiff da vorbei, was ich vorhin in der Speicherstadt gesehen habe. Das ist nämlich das hier. Aha, eine Barkasse sowas. Ja, und total leer. Also hinten sitzen gerade, stehen gerade mal. Was hast du gesagt? Fünf Leute, ne? Insgesamt fünf Leute. Ja. Zwei Leute stehen gerade draußen. Also man merkt, es ist echt noch wenig los und das ist auch gut so. Im Moment auf jeden Fall noch, ja. Weil normalerweise kannst du dich hier oben überhaupt nicht gut aushalten. Das würde gar nicht gehen. Genau, Klein Erna, so hieß das Schiff. Na, ist ja nett. Ja, aktuell haben wir sage und schreibe 5 Kreuzfahrtschiffe hier. Davon sind 2 total am nix tun und 3 sind eigentlich so werftechnisch, dass da was gearbeitet wird. Europa 2, dann die Hanseatic Inspiration und die MS Hamburg. Dann ist noch AIDA Perla und AIDA Blue. Mhm. Ich weiß nicht, wo die anderen 5 Kreuzfahrtschiffe jetzt hingekommen sind, denn AIDA Cara war, glaube ich, auch noch hier. Die sind irgendwie abhanden gekommen. Vielleicht sind sie untergegangen und man weiß es noch nicht. Hattest du eigentlich erzählt, wo wir jetzt hier sind? Nö, das erzählst du doch, oder nicht? Ach, das muss ich jetzt erzählen. Ja, also wir stehen auf Dockland. Dadurch hast du einen schönen Blick über den Hafen. Haben auch Glück, dass es offen ist, nicht durch Corona gesperrt oder irgendwie sowas. Und natürlich haben wir Glück, dass wir dass hier nicht so viele Leute sind. Aktuell ist gar keiner da. Genau. Ja, was muss man dazu sagen? Also es nieselt halt ein bisschen, ne? Also ja. Das Wetter ist nicht das Beste, aber man hat hier einen schönen Blick. Man sieht die Elbphilharmonie und wie gesagt, man sieht die Kühlbrandbrücke. Genau. Und man hat halt draußen, da hinten geht's halt in die Ferne. Jetzt sehe ich gerade mal, jetzt kommt nämlich gerade wieder so ein Wassertaxi an. Genau. Selbst das ist relativ leer, aber man hat die Stühle doch ein bisschen umgeswitcht. Kann das sein? Das kann sein, ja. Ja, die gibt jetzt Absperrungen und alles. Sie haben hier ein bisschen was gemacht an den Fähren. Also schon interessant, was so Corona alles bewirkt. Aber ich würde sagen, wir schwenken euch mal hier durch. Genau. Dass ihr auch mal seht, wie schön es hier ist. Und das eine oder andere werden wir euch natürlich viel größer ranzoomen, damit ihr das auch sehen könnt. Genau. Yeah.
Essen ist gekocht. Jetzt werden wir anfangen, uns es gut gehen zu lassen sozusagen. Und dann ja, bei einem schönen leckeren Glas Wein, das hat der Marcel dort auch schon eingeschenkt. Und ja, dann schauen wir mal, wie uns das munden wird. Es gibt Filet, Kartoffeln, Blumenkohl und eine Soße natürlich dazu. Guten Hunger! Ja, lecker gegessen haben wir auf jeden Fall. Und jetzt stehen wir ja nicht da, wo wir eigentlich stehen wollten, also zumindest was das Essen angeht, weil das ist irgendwie, naja, wäre aber nicht so gut gewesen. Und wir stehen auf einem Platz, den haben wir euch im Hamburger Guide vorgestellt. Und anscheinend haben das auch andere Leute gesehen. Der ist so voll hier mit Wohnmobil, mein lieber Schwan. Ich glaube, wenn ich das richtig gezählt habe, sind hier 10 Stück, die hier stehen. Und naja, da sind wir mal gespannt, wie lange dieser Parkplatz wirklich noch bleibt oder ob der nicht irgendwann auch dicht gemacht wird, weil das muss man sagen, an grünen Deich, an dem Fernleger, da konnten früher auch Wohnmobile stehen. Ja, da haben sie jetzt so ein Dings dazu gemacht, wie nennt ihr, so eine Sperre, so eine Höhenbemessung, Höhenbegrenzung 2,10 Meter, wer drüber ist, kommt schon nicht mehr durch. Und das sind eigentlich damit alle Wohnmobile, bis auf so ein Bus, der kommt da noch durch. Aber naja, sind wir mal gespannt, was aus diesem Parkplatz da wird, weil selbst unser Alternativparkplatz, der ein bisschen weiter vorne ist, da steht ein Wohnmobil. Ja, alle unterwegs, aber naja, was soll man machen? Wir werden jetzt den Abend noch genießen und werden wie immer ein Filmchen gucken. Und dann geht es nach der Uhr weiter hier im Norden von Deutschland. Und wir wünschen euch eine gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen von Lühe. Heißt das so? Ja, da ist die Lühe. Genau. Nee, hier ist der Anleger Lühe-Deich. Genau so heißt das. Ja, da haben sie wieder was geändert. Das haben wir euch vorhin erzählt. Ne? Also bevor wir schlafen gegangen sind, haben wir es euch erzählt. Stimmt. Das werden wir euch gleich nochmal zeigen. Mhm. Aber momentan haben wir noch den Vorteil, dass wir eigentlich so im Bereich Kreuzfahrt Camper, die Kreuzfahrt Bullis sind und einen Bulli haben. So kann man hier durchfahren und wir werden jetzt hier richtig super lecker frühstücken. Oh ja. Da hinten kommt schon wieder eine Hapag-Lloyd, richtig großes Schiffchen mit vielen Containern. Können wir ja gleich mal einblenden. Genau. Und ja, wir lassen uns jetzt richtig gut gehen. Eingekauft haben wir auch schon, fertig gemacht haben wir schon. Also wir werden das heute alles schön gemächlich machen. Nachher dann Richtung Rendsburg und dann sind wir mal gespannt, was wir da noch so machen. So genau kann ich es noch nicht verraten, weil ich es auch noch nicht weiß. Genau. Und jetzt macht Stefan einen Schwenk durch seine Jugend und dann gibt es Frühstück. Nein, über diesen Platz. Ach so, ist das nicht dasselbe? Nein. Dann sagen wir Hallo von der Eider und willkommen in Rendsburg. Korrekt. Ja, also wir sind jetzt normalerweise, wenn wir Eider sagen, sind wir eigentlich immer auf dem Weg nach St. Peter-Ording. Irgendwie ja. Und das fanden wir heute echt,
hart von unserem Navi. Das ja, hat ist sehr gemein gewesen. Also richtig eine so volle Kanu-Wurf ja. gegeben, wo man sagen kann, ey, was soll das denn jetzt? Und Navi. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum eigentlich? Weil Tagesgäste sind an der Nordsee aktuell, zu dem Zeitpunkt, wo wir das Video hier drehen, nicht erlaubt. Normalerweise ja, bei vielen Orten nicht erlaubt. Also nicht bei allen. In Schleswig-Holstein. In Niedersachsen ist es nicht der Fall, aber in Schleswig-Holstein ist es leider so. Weil normalerweise würden wir uns sonst nämlich heute in St. Peter-Ording treffen, wo wir es sonst immer gemacht haben. Aber es ist noch nicht die Möglichkeit und dann sagen wir uns ganz einfach, dann schauen wir uns doch mal diese Stadt an. Die kennen wir nämlich gar genau. nicht. Genau. Hier soll es auch sehr schön sein, aber das wollen wir uns mal heute genauer angucken. Es gibt auch tatsächlich 4 Stellplätze hier in diesem Ort. Da werden wir irgendwann mal wahrscheinlich ein Video zu drehen. Dann werden wahrscheinlich, wenn sie richtig schön leer sind. Das heißt, wir werden beim Winter hier hochkommen. Dann ja. haben wir meistens seine Ruhe. Ja, jetzt warten wir auf 2,5 liebe Freunde. Korrekt. Denn das halbe Kind, also das ganze Kind, aber die halbe Person, hat nämlich noch was gegessen. Deshalb sind... waren sie noch nicht hier. Dauert es im Moment. Und dann sind wir mal gespannt. Dann schauen wir uns hier Rendsburg an. Und vielleicht nehmen wir euch mit oder ihr kriegt einfach Bilder. Genau. Lass euch überraschen. Morgen würde ich jetzt mal sagen, also ihr habt ja gesehen, ich hoffe die Szenen haben euch soweit gefallen und ihr habt ja auch die Uhr gesehen, also wir hatten gestern doch einen relativ langen Abend, einen sehr, sehr schönen Abend mit unseren Freunden, hat uns sehr, sehr gefallen und ja, deswegen war das gestern dann doch ein bisschen spät und wir haben gesagt, naja, wir filmen jetzt nichts mehr, ja, dafür halt heute Morgen. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir holen uns jetzt schön Brötchen. Und dann haben Marcel und ich gesagt, wir werden wohl in Richtung ja, des Nord-Ostsee-Kanals fahren, das heißt direkt dran zum Frühstücken. Mal sehen, vielleicht sieht man den einen oder anderen großen Pott. Das muss, wird sich dann zeigen, weil was jetzt so großartig unterwegs ist, wissen wir natürlich auch nicht. Das ist ja immer eine spontane Sache. Aber damit das soweit ja, starten kann, das Frühstück, werden wir jetzt erstmal losfahren und Brötchen holen. Gefrühstückt haben wir jetzt an diesem wundervollen Platz hier. Ich zeige euch das mal. Wir haben so einige Schiffe hier uns anschauen können. Ein paar Schiffe sind vorbeigefahren. Jetzt keine riesen Megapötte, aber war schon schön. Lohnt sich auf jeden Fall. Von mir erstmal guten Morgen, weil das hatten wir auch noch nicht. Stimmt. Du hast dich ja bis jetzt nur guten Morgen gesagt. Hm? Ja, was soll man sagen? Wir müssen leider wieder nach Hause. Tja, unsere Arbeitgeber, die sagen, wir mögen doch wahrscheinlich wiederkommen. Ja, das verstehe ich aber nicht. Was wollen die denn eigentlich, dass wir immer da sind? Tja. Aber was soll man machen? Ach, guck mal, da kommt jetzt auch noch ein Schiff. Gerade um die Ecke. Genau, man sieht da hinten den Kanal. Der geht da um die Kurve noch rum. Und dann kommt der hier vorbei. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen nach Rendsburg. Also wir haben mal gesagt, wahrscheinlich eher so wintertechnisch, also ja. vielleicht Januar, Februar. Weil dann gibt es auch so ein paar Stellplätze, sage ich mal, die offiziell keine Stellplätze sind, sondern Parkplätze, wo man sich auch mal hinstellen kann. Das Problem im Moment sind die voll einfach mit Wohnmobilen. Also ist es klar, es sind alle gefahren. Ja. Und wir wollen ja auch mal hier die Wohnmobilplätze vorstellen. Mhm. Zitter ich dir zu viel? Ja. Warum? Weil die Kamera dann wackelt. Ach, Jesus Maria.
Weil genau gegenüber ist nämlich ein Wohnmobilstellplatz und den, der hat so eine schöne, wie nennt sich das so, Stufenform. Treppen. Eigentlich ganz gut angelegt, weil auch in der hintersten Reihe kannst du dann gucken. Genau, und das, wir wollten euch den auf jeden Fall mal vorstellen. Der eine oder andere wird ihn schon kennen, aber das ist nochmal der Grund, warum wir auf jeden Fall herkommen. Und der Hauptgrund ist eigentlich der kleine Boss hier aus Hohn. Gucken, wie weit sich der Boss denn noch weiterentwickelt hat. Ja, und jetzt sagen wir mal ganz einfach, wir werden jetzt auf die A7 fahren. Das ist ja hier gleich ums Eck. Genau. Und dann sind wir mal gespannt, ob die uns wie nennt sich das, ob die uns gut gesonnen ist, weil Sonne kommt gerade raus, oder ob sie uns wieder, ärgern will. Das schauen wir dann. Wir werden euch auf jeden Fall darüber berichten. Genau. Ja, ich würde sagen, los geht's. Ja, fahren wir los. Ich könnte jetzt hier loskollern. Lass mal lieber. Dass selbst eine Antje denkt, ihr lieber Ronny ist ein Musterknabe. Es ist ja so unfassbar. Es ist ätzend. Jetzt ist ja Corona-Zeit irgendwie wieder, ich sag mal, ja, wir haben ja noch Corona-Zeit, klar, aber jetzt sind die Leute alle wieder unterwegs und boah. Ja, die schöne Zeit vorbei, aber mein die Gott. Die schöne Zeit, dass man über die A7 vernünftig fahren kann. Sie haben alles aber auch verdient, auch unterwegs zu sein. Aber was mich mehr aufregt, das ist dieses verkackte, dämliche Navigationsgerät. Das kann gar nicht sein. Der schickt uns immer gesperrte Gebiete, immer wieder. Ich weiß nicht, ich würde mich nicht wundern, wenn irgendwann ein Panzer vor uns steht, weil er uns auch sehr da reinschicken würde. Das geht gar nicht. Also ich habe jetzt erstmal einen Screenshot gemacht, habe jetzt erstmal hier dem Anbieter geschickt, also was soll das? Also ist ja schön, dass... Es war mal besser, sagen wir es mal so. Genau. Wenn die, also heute, wir hatten auch gerade vorhin die erste Umfahrung, die war gut, ja. Genau, hat uns nämlich auf Landstraße und Kreisstraße gelassen. Hm. Und dann auf einmal jagt er einen sonst wo lang, wo ich denke, also liebes Navigationssystem. Hört nicht immer aufs Navi, kann ich dazu nur noch sagen. Kein Fall. Also wir werden jetzt. Wir waren auf jeden Fall jetzt länger unterwegs, als hätten wir dann einfach, wären wir auf der Autobahn geblieben. Aber gut, ist halt so. Naja, die A7, vorgestern und gestern hat sie sich von ihrer schönen Seite gezeigt, aber gleich heute wieder alles. Bah! Leider. Jetzt ist Maria. Na gut, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja, wir sind jetzt bei... Du hast heute keine Ereignisse im Kalender. Ja, okay, die Uhr hat auch noch was zu sagen. Gut zu wissen, dass ich keine Ereignisse habe. Ja, wir sind nochmal bei Caravan Tirge, weil wir schauen wollen nach dem Roadster 640 DK. Dieses Video habt ihr schon längst gesehen und uns interessieren doch nochmal ein paar Kleinigkeiten, weil... Die wir nochmal nachgucken müssen, ob das Fahrzeug vielleicht doch was für uns wäre. Ne? Genau, vielleicht wäre das was. Wir sind gespannt. Mhm. Wir werden euch berichten, wenn wir davon hinten wieder wiedergekommen sind. Hoffentlich ist es auch noch da. Ich hoffe es. Mal sehen. Ja, und dann werden wir noch essen. Aber das alles gibt es erst, wenn wir von Caravan Tirge wieder zurück sind. Genau. Das war lecker. Was ein Wetter. Gut. Ja, das ist es auch. Haben wir gleich zwei Themen, die wir absprechen können. Machen wir erstmal das Essen, blenden wir euch ein, dann seht ihr, was es zum Essen gab. Genau, war mal wieder lecker, wie immer. Jo, einfaches Essen. Gut, ein bisschen Aufwand ist es natürlich, dann muss wieder abgewaschen werden und so weiter. Aber wir haben es jetzt gesagt, wir genießen das jetzt noch am Sonntag. So, dass wir ein bisschen später zwar zu Hause sind, aber dann ist alles erledigt und ist alles fertig. Ob ich nun hier koche oder zu Hause, da ist es ja egal. Genau. Ja, es ist ja auch schon 5:30. Also wir kommen heute mal wirklich später nach Hause. Ja. Aber das haben wir uns eigentlich auch verdient. Ja, Wetter, wie gesagt, spielt überhaupt nicht mit. Wir hätten am Nord-Ostsee-Kanal bleiben sollen. Da soll das Wetter sogar schön sein. Tja. Aber, wie gesagt, unser Arbeitgeber will uns wieder haben. Ja. Dann waren wir gerade nochmal, also vor dem Essen, bei Caravan Tirge. Mhm. Und da haben wir uns nochmal den 640 DK Roadster angeschaut. Den Roadster 640 DK, korrekt. So rum ist es richtig. Ja, aber ihr wisst ja, was ich meine. Genau. Und... Ja, schönes Auto. Also schönes Auto. Wir müssen auf jeden Fall gucken, wie ist die Gewichtsverteilung. Also es wäre... Ein Alternativfahrzeug. Ja. Vor allen Dingen wäre es das Fahrzeug, was eine Dieselstandheizung hat. Weil das kriegst du leider nicht in dem Summit Prime 640 oder 600. Auf jeden Fall im Summit Prime, egal welches der ist. Also genau, du kriegst es in keinen Summit. Und das wäre nämlich so ein Alternativ. Also wir lösen das da mal langsam auf. Also wir haben eigentlich der Summit Prime 600. Wäre so ein interessantes Fahrzeug für uns. Korrekt.
Ein Malibu Charming. Ja, das ist der GT, glaube ich. Jetzt, so, na, auf jeden Fall, ja. Malibu wäre das, was wir uns interessieren würden. Mhm. Wir schauen noch nach Clever, weil auch der hat das Rooftops und diese ganzen Sachen, die wir noch haben. Ich mag, vielleicht ist das eine Alternative. Mhm. Oder halt jetzt wirklich der Roadster 640 DK. Das ist zwar auch kein Längsbett, sondern ein Querbett, aber ich habe da jetzt Probeliegen gemacht und das würde tatsächlich funktionieren. Ja, ja. Aber ob es welches davon wird, das wissen wir einfach noch das nicht. Das wissen wir nicht, das müssen wir sehen. Dafür werden wir nämlich zweite Juniwoche mal gucken, ob wir da nochmal frei kriegen, dass wir einfach nochmal eine Tour machen können zu Malibu, zu Clever. Und dann denke ich, wird es ja, durchgerechnet, entschieden und dann werden wir irgendwo bestellen. Genau. Was auch immer es wird. Was auch immer es wird. Es wird aber ein Kasten. Es wird ein Kasten, auf jeden Fall. Genau. Ja, die Reise ist dann auch wieder vorbei. War wahrscheinlich sehr lange jetzt alles, wenn ich das mal so Pi mal Daumen zurück versuche zu kriegen, was ja, wir also. War aber sehr schön. War auf jeden Fall sehr schön. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Genau, dieser kleine Vlog. Und ja, falls ihr schon mitbekommen habt, theoretisch ist so freitags immer so unser Vlog-Tag. Wir versuchen das ein bisschen doch zu organisieren. Freitags Vlogs, dienstags oder halt jeden anderen Tag halt solche Specials wie Roomtouren, wie genau. Tipps und Tricks und sowas, dass wir halt einfach was trennen, weil es kommen jetzt Reisevlogs und dann könnt ihr sagen, den Freitag interessiert es mich nicht, aber die lohnen sich manchmal. Ne? Also wir verraten hier Sachen, die sagen wir nicht in anderen Sachen. Genau. Aber das soll es gewesen sein. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Eine gute Abend. Zeit. Ja. Genau, was auch immer. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Und den Daumen nicht vergessen. Daumen nach oben. Das ist wichtig. Jo. Genau. In diesem Sinne. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.